Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Heute wieder ein Song von Reezy. Heute mit Doktor. Sehr gespannt, was das wird, weil von Reezy kriegen wir zurzeit wieder viel um die Ohren. Finde ich sehr gut. Kann aber auch wiederum heißen, dass er bald ein Album kommt, wovon ich schon die Hälfte gehört habe. Das finde ich dann ein bisschen kacke. Aber wir werden sehen. Ich habe Bock drauf. Wir gehen rein. Doktor, let's go. Ich wollte gerade schon sagen, warum. Also die Kamera geht runter. Da dachte ich erst, okay, ein BH liegt da. Dann geht die Kamera so ein bisschen hoch. Ich sage, okay, ist ein Arsch. Und dann dachte ich mir gerade so einfach, ja, okay, warum sitzt man so rum? Aber gut, ne? Rapper-Video. Lol. Geil editiert auf jeden Fall. Das ist schon mal geil gemacht. Ratchet Bitches machen meinen Tisch zu Booby Trap. Ich hab gerade 10 Bar des Gaza Azul bestellt. Okay, mit so einem Shit habe ich nicht gerechnet. Warte, 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 warte. Ja, gut, da kann er so ein Video machen. Muss ich nochmal hören. Junge, ist das hier ein Einstieg? Ratchet Bitches machen meinen Tisch zu Booby Trap. Ich hab gerade 10 Bar des Gaza Azul bestellt. Wie kann es sein, dass du mich direkt danach Bruder nennst, obwohl ich dein Gesicht noch nie gesehen hab in meinem Crewumfeld? Sachen, die du mit deinen Augen nicht sehen kannst. Sowas wie eine halbe Mio eingepackt in Klebeband. Ich mach eine Money Shower, sieh den Regentanz, während du böse guckst und denkst, damit ziehst du die Ladies an. Sie wollte. Verstehe bis heute nicht. Bin ich ganz ehrlich, verstehe bis heute nicht. So dieser. Ja, ich muss sehr böse gucken, dann da stehen die Frauen drauf. Ich glaube nicht, dass da Frauen draufstehen. Keine Ahnung. Aber geil. Also dieser Beat, ne, dieser Flow ist so geil. Sie wollte einen Prinz, doch jetzt ist sie mit einem Baller. Ich bin from the Garda, sie nennt mich Schakala. Sie will ins Grill Royal oder Borschat. Ich kaufe ihr da einen Drink, doch ich kaufe ihr kein Wort ab. Ich lass die Flasche spinnen, bring mir noch ein Shotglas. Schon besonders, wie du das mit deinem Daumen machst. Junge, innerhalb von einer Minute zwei, drei unterschiedliche Flow-Varianten und Stimmvarianten. Also, was geht hier ab? Kennenlernen, das hier ist kein Vorwand. Ich studiere Pretty Things, ich mache meinen Doktor. Ich lass die Flasche spinnen, bring mir noch ein Shotglas. Schon besonders, wie du das mit deinem Daumen machst. Ich muss dich kennenlernen, dass ich. Ja, genau darauf habe ich eigentlich gewartet, ne? Also, ihr wisst, ich finde das geil, wenn der Artist so abgeht. Gerade wie Reezy das macht, ne? Er führt einfach diesen Song. Das ist geil. Das mit deinem Daumen machst. Ich muss dich kennenlernen, das hier ist kein Vorwand. Ich studiere Pretty Things, ich mache meinen Doktor. Ist nicht in meinem Wortschatz. Wer hat schon wieder Schatz geordert? Ich live in La Vida Loca. Das brauch ich dir nicht zu schildern, das machen Reporter. Ich seh die Sachen anders durch die Shades von Cartier. Wie die Wölfe schleichen, wenn die Schafe schlafen gehen. Meine Vision klar, du brauchst mir keine Karten legen. Ich kenn den Clubbesitzer auf der Liste, muss nicht mal mein Name stehen. Jetzt ist sie mit einem Baller. Ich bin from the Garda, sie nennt mich Schakala. Junge, dieses Wiederholen, ne, das hört sich so geil an. Halleluja, also. What the hell, was macht Reezy hier wieder? Was macht der Kerl wieder? Sie will ins Grill Royal oder Borschat. Ich kaufe ihr da einen Drink, doch ich kaufe ihr kein Wort ab. Ich lass die Flasche spinnen, bring mir noch ein Shotglas. Schon besonders, wie du das mit deinem Daumen machst. Ich muss dich kennenlernen, das hier ist kein Vorwand. Ich studiere Pretty Things, ich mache mein Doktor. Ich lass die Flasche spinnen, bring mir noch ein Shotglas. Schon besonders, wie du das mit deinem Daumen machst. Ich muss dich kennenlernen. Das hätte ich mir öfter gewünscht, ne? Dieses. Das, ich weiß nicht warum, aber ich mag diesen Adlib einfach so sehr. Und zu so einem Song passt er einfach so gut. Oder zu so einem Banger, der dir halt voll ins Gesicht schlägt, ne? Aber das Ding ist halt wirklich so, du willst dich halt bewegen. Ist Das geil. hier ist kein Vorwand. Ich studiere Pretty Things, ich mache meinen Doktor. Alter. Schade, dass das Ding wieder so kurz ist, aber trotzdem geil. Also, ich habe auch nicht mit gerechnet, dass es so ein Ding ist. Aber beattechnisch halt wieder monströs. Aber es ist halt wirklich so dieses. Weiß ich nicht. So dieses geile Abgehen, ne?
So klar, es gibt heutzutage eine riesengroße Fläche an Musik und unterschiedliche Musik, aber ich feiere das einfach so, diese Musik und dann dieses gechillte Abgehen dazu, gerade von den Schwarzen, ich liebe das einfach, ne? Es ist einfach geil, dieser Sound, wie die dazu abgehen, wie Reezy dazu abgeht, hammergeil. Also Real Talk, das ist so ein wirklich richtig geiler Song, aber war klar, dass er von Reezy kommt in Deutschland. Ist einfach so, weil Reezy hat das einfach gebucht, so solche Songs. Mit so einem Beat, mit seiner Stimme, mit seinem Flow. Unfassbar. Crazy. Hat extrem Spaß gemacht zu hören. Da bin ich echt gespannt, ne, was da jetzt wirklich in Zukunft kommt. Albumtechnisch oder auch neue Songs technisch. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Geht ein bisschen ab, gerade zu so einer Musik. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.